In der tierärztlichen Praxis ist es ja bis jetzt so gewesen, dass die Arbeitszeiten doch immer sehr großzügig gesehen wurden von Seiten der Arbeitgeber. Also sprich, es wurde einfach sehr viel gearbeitet, was sich natürlich auch dadurch bedingt, dass wir sehr viel Fahrzeiten in der ambulanten Fahrpraxis, in der Großtierpraxis haben. Und das Problem ist natürlich, dass niemand dann das mal kontrolliert und wir in letzter Zeit in der tierärztlichen Praxis, also jetzt nicht wir speziell, sondern dass die tierärztliche Praxis generell in den Fokus der Gewerbeaufsichtsämter geraten ist, es da auch schon einige höhere Strafen gegeben hat, weil die Arbeitszeiterfassung natürlich eine Aufgabe des Arbeitgebers ist, der sich nicht entziehen kann. Und dann hatten wir schon länger eine Arbeitszeiterfassung mittels Stechuhr für die tierärztlichen Fachangestellten. Und da war dann natürlich die Erfahrung, relativ viele Angestellte, 20, 25 tierärztliche Fachangestellte bei uns in der Klinik oder in der Praxis. Und die müssen auch alle ausgewertet werden, diese ganzen Stempelkarten. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn der Stapel erstmal eine gewisse Höhe erreicht hat, dann wertet ihn auch gar keiner mehr aus. Das ist das Problem dabei gewesen, sodass wir gesagt haben, fangen wir an, die Arbeitszeiterfassung für die tierärztlichen Fachangestellten zu digitalisieren. Bei der TFA ging das relativ gut und relativ reibungslos, weil wir nicht das Problem natürlich mit Fahrzeiten hatten. Die TFAs haben ja einfach nur ihr System, was schon bestand. Die hatten eine Arbeitszeiterfassung vorher eben mit Karteikarten. Und das wurde natürlich jetzt noch viel einfacher gemacht, dass es einen zentralen Punkt gibt, wo sie auch jederzeit ihre Überstunden auch zu jeder Sekunde nachgucken können. Das ist durchaus gut angekommen. Wo wir Probleme hatten, war die Einstellung, ab wann die Arbeitszeit gilt. Das war ganz interessant, dass wir morgens um 7 anfangen. Und zunächst haben wir gesagt, es wird halt in Viertelstundentakten kann man nur sich einloggen. Und das war dann schon ein kleines Problem. Also ich habe Leute laufen sehen, die sind noch nie gelaufen vorher, glaube ich. Ganz banal, weil sie einfach wussten, wenn sie um 7 nicht da sind. Und die kamen immer jeden Tag so 5 bis 10 Minuten zu spät. Dann kann ich mich erst wieder um Viertel nach. Da entgeht mir wahre Zeit. War nicht aufrechtzuerhalten, dieses System. Die Leute bei uns, wir waren uns letztendlich untereinander einig, dass es fairer ist, wenn das wirklich minutengenau erfasst wird, weil es natürlich auch Leute gibt, die fangen schon vor 7 hier an, indem sie die Computer hochfahren, schon mal alle Fenster hochmachen, lüften, also alles, was so morgens vor der eigentlichen Arbeit gemacht wird. Für die Leute wäre das natürlich unfair gewesen und ein Nachteil. Von daher wird jetzt minutengenau erfasst bei uns oder sekundengenau. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Und soweit ich das weiß und die Rückmeldung von meinen Leuten kriege, die das organisieren, ist das für die TFAs überhaupt kein Problem. Schwierig ist es halt in der Fahrpraxis, weil da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Wenn ich nachts Notdienst habe, dann denke ich nicht als erstes dran, meine Arbeitszeiterfassung zu machen. Dann fahre ich los und vergesse es wieder. Ja, das ist der eine Punkt. Alles machbar, man muss es halt dann hinterher eben nochmal angeben bei der Dame, die es organisiert. Dann trägt die das ein. Ist natürlich doppelte Arbeit. Dann hatte ich mir auch vorgestellt, dass man die Arbeitszeiterfassung zu einem Instrument umgestalten oder nutzen kann, das einem auch die Effektivität zeigt. Für mich wäre es so gewesen, ich sage dem System, jetzt fahre ich los, jetzt bin ich im Auto, jetzt bin ich beim Kunden angelangt, jetzt fange ich mit meiner Arbeit beim Kunden an, jetzt bin ich mit der Arbeit beim Kunden fertig, jetzt sitze ich wieder im Auto. Das ist sicherlich dann möglich, wenn ich sehr große, sehr lange Aufträge bei einem Kunden habe. Bei den Tierärzten ist es aber so, dass wir, Beispiel ist immer die Stutensaison, wenn wir dann natürlich Follikelkontrollen machen, Trächtigkeitsuntersuchungen machen, ist das eine sehr kurze Untersuchung. Man drückt mehr auf seinem Handy rum, als dass man untersucht. Und das war dann nicht akzeptabel für die tägliche Praxis. Wir haben es ausprobiert, das hat nur auf Ablehnung gestoßen und zu Recht, wie ich finde, also das funktioniert nicht. So, dass wir jetzt also die Morgenblöcke machen, dass wir morgens losfahren. Man loggt sich zum Arbeitsbeginn ein, fährt seine Vormittagstour über alle Kunden weg. Und wenn man mittags seine Pause macht, dann lockt man sich für die Pause aus und nachmittags lockt man sich wieder ein. Das geht sehr gut, das kann man gut machen, aber man kann das natürlich immer kleinteiliger auswerten, aber das ist halt dann wieder sehr viel Arbeit. Und das andere mit dem Nachtsaufstehen, das ist Gewohnheitssache. Wenn das man erstmal ein paar Mal gemacht hat und ein paar Jahre oder Monate gemacht hat, dann geht das auch in Fleisch und Blut über. Am Anfang wurde vergessen, sich einzuloggen, auszuloggen. Dann haben die Leute 36-Stunden-Schichten geschoben, scheinbar auf dem Papier. Aber das sind Sachen, die, so wie ich da informiert bin, relativ gut sich eingespielt haben. Das ist eine Frage der Gewöhnung und des Wollens. Wenn man das ändern will, dann geht das schon. Und das klappt bei den tierärztlichen Fachangestellten ganz hervorragend und war auch ein ganz einfacher Übergang.
Sie haben immer Zugriff auf Ihre Arbeitszeitkonten. Wir haben eine Dame, die das alles pflegt. Und die hat da einen recht guten Überblick mittlerweile bekommen. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir die Arbeitszeiterfassung auch zunächst in der Fahrpraxis etablieren wollten für die fahrenden Tierärzte und Tierärztinnen. Und das hat natürlich eine Menge Unruhe gegeben, weil dann natürlich sehr schnell transparent wurde, wie viele Überstunden tatsächlich vorhanden sind. Und das ist der große abschreckende Faktor, warum viele Kollegen das auch nicht so gerne machen, weil sie natürlich ihre Arbeitsbedingungen auch nicht ändern. Und das kann ich nur ganz dringend empfehlen, dass man zunächst mal seinen Ablauf anguckt, seine Arbeitszeiten mal ganz kritisch auch hinterfragt, die erst versucht zu ändern. Und wenn man so weit ist, dass man sagt, wir haben ein stabiles Arbeitszeitsystem, wo auch ein Arbeits- oder ein Überstundenanfall in einem moderaten Bereich ist, dann macht das erst Sinn, die Arbeitszeiterfassung zu integrieren, weil sonst wird man dem nicht mehr her. Das funktioniert nicht. Also von daher, erst müssen die Bedingungen geändert werden, dann kann man die Arbeitszeiterfassung in dieser Form machen. Und dann ist das ein sehr einfaches System, wobei wir auch gemerkt haben, dass nicht alles vom Handwerk eins zu eins zu übertragen ist. Man muss halt die Anpassung an die Tierarztpraxis speziell durchführen. Das heißt, speziell Nachtdienste, Bereitschaftsdienste müssen geklärt werden. Wie viel Prozent Arbeitszeit zählen die? Was passiert, wenn der Arbeitnehmer losfährt? Da gibt es immer die Frage, wo melde ich mich am Ende der Arbeit ab? Weil die nicht immer alle wieder in die Praxis zurückkommen, sondern auch vom Kunden direkt nach Hause können. Da gibt es dann eben so ein paar Kniffe, die man nutzen kann, dass man immer beim letzten Kunden dann ab- oder ausloggt und ausbucht und dann der Weg nach Hause noch berechnet wird. Das sind so zwei Sachen, die mir einfallen. Wir sind schon einmal krachend gescheitert. Das war daran, als wir die Arbeitszeit zusammen mit den tierärztlichen Fachangestellten eingeführt haben. Das war 2014. Und da waren Sie ja schon mal hier, da haben wir das eingeführt und es ist relativ schnell gescheitert, eben an dem gerade Gesagten, dass wir keine Änderung der Bedingungen hatten, sondern einfach die Arbeitszeit auf die bestehenden Verhältnisse gelegt haben. Und dann hat uns das aber auch gezeigt, dass es so nicht geht. So, und dann haben wir natürlich große Diskussionen gehabt, dass es heißt, ja, in der Tierarztpraxis wird halt mehr gearbeitet. Das kann man so sehen, dann ist man nur bald ganz ohne Personal, wenn das so weitergeht. Also wenn man was ändern will, dann muss man erstmal eine Ist-Zustand-Erhöhung haben. Und immer davon zu reden, wir haben solche Arbeitszeiten und mehr wird nicht gemacht, das stimmt ja einfach nicht. Wir haben Überstunden, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und da müssen wir halt uns überlegen, wie kommen wir von diesen Überstunden runter? Welche Arbeitszeitmodelle können wir etablieren? Und es gibt natürlich saisonale Schwankungen, das ist bei uns ganz extrem in der Stutenpraxis beispielsweise. Da müssen wir natürlich überlegen, fände ich das Endziel, das Optimale, was man erreichen könnte, wäre, dass man ein Jahresarbeitszeitkonto hat und dass die Leute halt im Frühjahr die Überstunden machen, die nötig sind, damit die Praxis eben einen Ablauf gewährleisten kann und das natürlich im Herbst ausgleichen können. Das wäre so der Idealfall, aber man muss sich auch bewusst sein, Arbeitszeiterfassung kostet Geld. Die Umstrukturierung des Betriebes kostet Geld, das ist einfach so, weil man natürlich, wenn man weniger Arbeit dem einzelnen Mitarbeiter zumutet, muss man neue Mitarbeiter einstellen. Das ist die Konsequenz unter dem Ganzen. Und das muss ich jetzt auch mal für die Tierärzteschaft wieder dazu sagen, geht nur, indem ich es auch ordentlich berechne zum Kunden. Also es geht nicht anders. Unterm Strich muss der Kunde das halt eben bezahlen. Das kann ich nicht ändern. Und wenn man sich daran gibt, die Strukturen halbwegs wieder zu normalisieren, dann geht es nur darüber, dass man mehr Personal einstellt, möglichst effektiv seine Touren plant und das eben durch die Arbeitszeiterfassung auch wirklich versucht zu kontrollieren. Ist ja auch irgendwo ein Controlling-Instrument dann für die Chefs, das muss man ja sagen. Ja. Das Problem ist, glaube ich, nicht die technische Seite hierbei. Ich glaube, die technische Seite, die ist schon sehr gut gelöst. Das ist nicht das Problem. Ich glaube wirklich, dass die Zeiterfassung Probleme aufdeckt und offenbart, die man nicht wahrhaben will. Und wenn man da nicht ehrlich ist und das nicht wirklich auch bereit ist umzusetzen, dann wird da sehr schnell auf die Zeiterfassung geschoben. Also ich muss sagen, von der technischen Seite, es gibt immer mal kleinere Ausfälle, dass was nicht einloggt oder dass das Tablet irgendwie spinnt oder so, das ist normal, das gibt es einfach. Aber letztendlich die Übertragung der Arbeitszeit unmittelbar, dass man direkt im Web seine Arbeitszeiten angucken kann, die ist schon sehr ausgereift und funktioniert sehr gut, das muss man sagen. Das Problem ist wirklich, ich muss mich darauf gefasst machen, dass ich dann als Arbeitgeber auch Fragen gestellt bekomme. Was passiert mit meinen Überstunden?
Das ist das größere Problem. Also von daher kann ich nicht einfach sagen, die Arbeitszeiterfassung ist für alle geeignet. Aber ich glaube, wenn man eine Arbeitszeiterfassung machen will, dann ist das, denke ich, das System, was man sicherlich am besten empfehlen kann. Es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Praxissoftware man hat. Man kann das System sicherlich auch in die Praxissoftware mit integrieren. Soweit sind wir jetzt auch noch nicht. Da muss man natürlich überlegen, was man will. Wenn man die ganze Arbeitszeitplanung und Urlaubsplanung mit einbauen, dann ist es sicherlich ein bisschen komplexeres System. Wir sind bis jetzt mit der reinen Zeiterfassung so weit gut gefahren, als dass wir uns schon ändern mussten und schon andere Arbeitszeiten etabliert haben. Und wer das möchte, für den ist das gut. Wer sich da gleich sagt, das will er nicht, die Leute müssen weiter 70 Stunden die Woche arbeiten, der braucht auch keine Arbeitszeiterfassung. Der muss dann allerdings auch mit den Konsequenzen leben. Das ist ja das Problem dabei. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Warten wir es ab, wo es hingeht. Ich denke, mittelfristig ist es zu kurz gedacht, keine Arbeitszeiterfassung zu machen. Ich glaube, auf mittel- und langfristige Sicht, es gibt da vom Kollegen Marx, den kennen Sie ja auch, den haben Sie auch, betreuen Sie auch, das ist ein schöner Satz, dass die Tierärzte einfach mal lernen müssen, normal zu werden. Und ich glaube, da ist schon was dran. Also wir haben im Moment Arbeitszeiten oder wir hatten in den letzten Jahrzehnten Arbeitszeiten, die einfach nicht in Ordnung sind. Und so wird man der neuen Generation auch nichts mehr bieten können. Das muss man klar sagen. Da kommt dann die Frage zum Wettbewerbsvorteil. Aber das ist, ich glaube, ganz tief drin nur der Wille zur Veränderung. Wenn der da ist, dann ist die Arbeitszeiterfassung ein Mittel dazu. Keine Frage und eine Hilfestellung. Ja. Passend tut das bei allen Teilbereichen ganz gut. Bei uns sind halt die Kleintiere, die Pferde und die Rinder vertreten. Und die, wie gesagt, die Kleintiere, das ist ähnlich wie bei den tierärztlichen Fachangestellten. Die sind ja im Haus. Die haben zum ganz geringen Prozentsatz nur Außenbesuche. Und dadurch können die natürlich sich sehr gut im Haus ein- und ausstempeln, können ihre Pausen gut eintragen. Das ist alles nicht das Problem. Im Pferde- und Nutztierbereich waren Anlaufschwierigkeiten, keine Frage, weil wir sowohl hier im Haus ein- und ausloggen können, als auch übers Handy, über die Funktion sich einzuwählen. Das ist, glaube ich, alles nicht, die Erfassung selber war gar nicht das Problem. Hinterher, was machen wir mit den Daten? Das ist eher das Problem. Also es wird immer von Generation Y und Generation Z geredet. Ich wehre mich immer so ein bisschen, ich bin Generation X, ich bin noch so eine Mittelstellung zwischen den Babyboomern und der Generation Y. Aber ich glaube schon, dass die Generation Y und Z auch eine Leistungsbereitschaft hat, das glaube ich schon, dass sie sich aber nicht mehr alles gefallen lassen. Und das muss ich auch sagen, ist auch ein auslösender Faktor gewesen, warum man immer weiter in Richtung Arbeitszeiterfassung geschlittert ist. Das ist ja nicht so, dass die Tierärzteschaft gesagt hat, hurra, wir brauchen jetzt eine Arbeitszeiterfassung, sondern es ist so entstanden, dass die ersten Angestellten, Tierärztinnen und Tierärzte geklagt haben und gesagt haben, das ist unter Mindestlohn, was wir verdienen, das geht so nicht. Und dann ist der Zoll in die ersten Kliniken reingekommen und hat gesagt, wir untersuchen das jetzt, zeigen Sie uns mal die Arbeitszeiterfassung. Und so kam das Ganze überhaupt erstmal ins Rollen. Man muss natürlich, wenn man diese Generation motivieren will und mit einbinden will in den Praxisalltag, muss man denen gewisse Vorteile bieten, muss man denen gewisse normale Arbeitszeitmodelle bieten. Und da sind natürlich die früheren Praxen oder die alteingesessenen Praxen so weit von weg mitunter, dass es hier so ein bisschen so Clash of Cultures kommt, dass es natürlich irgendwo jetzt zwei Generationen aufeinanderprallen. Und ich kann nur sagen, man muss schon versuchen, beide Seiten zu verstehen. Einerseits ist es völlig berechtigt zu sagen, 70 Stunden die Woche und dann am besten noch für 2.500 Euro. Dass man das irgendwann nicht mehr mitmacht, das ist klar, das ist normal. So, und das andere ist natürlich, dass die Fründe, die Arbeitgeber sich erarbeitet haben, über Jahrzehnte natürlich ungern abgeben, ist auch normal. Nur das ist das, was der Rüdiger Marx gesagt hat, wo ich sage, dieser Begriff, der fällt ja öfter mal, wenn man so ein bisschen sich in der Mitte trifft und wir dann zur Normalität zurückfindet, dass das ein normaler Beruf sein kann, dann hätten wir schon viel gewonnen. Und dann könnten wir den Beruf auch wieder attraktiver machen für die Nachwuchs in der Tierärzteschaft. Weil im Moment ist es so, wir kennen Fälle, wo wirklich junge Leute zum Berufsinformationszentrum gegangen sind und dafür ausgelacht wurden, dass sie Tierarzt werden wollen, geschweige denn Pferdepraktiker. Weil natürlich es immer noch so ist, dass die Bedingungen einfach noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Aber ich glaube,
steht der Tropfen hüllt den Stein. Man muss das schon immer wieder anbringen. Deshalb bin ich auch gern zu so einem Gespräch bereit und sage das auch ganz deutlich, dass man nicht nur den kurzfristigen Gewinn sehen darf, den man hat, indem man eben keine Arbeitszeiterfassung macht und die Leute weiter so lange arbeiten lässt, sondern der mittel- bis langfristige Gewinn kann nur darin bestehen, dass man eben sagt, man hat motivierte Mitarbeiter. Da gehören 100 andere Punkte zu, völlig unbenommen. Aber ich glaube, einer der zentralen Punkte ist eben eine geregelte und überschaubare Arbeitszeit. So, und wenn man immer wieder an Tagen, wo man frei hat, zur Arbeit gerufen wird, wenn man abends nie planen kann, weil man nicht weiß, hat man um 6, 7, 8 oder 9 Uhr erst frei, oder es gibt Leute, die fahren erst um 5 Uhr abends los mit ihrer Praxistour und haben noch 10 Besuche, dann verabschiedet man sich von seinem Privatleben. Und dann, ich will diesen fiesen Begriff mit der Balance gar nicht bringen, weil ich ihn für albern halte. Das ist so ein bisschen von Medien, denke ich, reingebracht. Ich denke, dass man einfach ganz banal auch ein Sozialleben haben darf als Tierarzt. Und das ist so ein Punkt, wenn man das nicht hat, dann fühlt man sich auch in einer Region oft nicht wohl, wenn es nicht das eigene Zuhause ist. Wenn man keine Sozialkontakte hat, und dann wird die ganze Arbeit irgendwann zur Last. Und das ist einfach so. Und das sind so Punkte, die alle zusammenkommen. Also von daher glaube ich schon, dass man mittel- bis langfristig eben auf eine Arbeitszeiterfassung zurückgreifen muss, damit man überhaupt erstmal Veränderungen durchführen kann. Aber ich glaube nicht, dass jemand bei uns eher anfängt, weil wir sagen, wir haben eine Arbeitszeiterfassung. Eher, dass er merkt, die nehmen es ernst mit Arbeitszeiten und nicht eben so dieses lapidare, ja, arbeiten sie erstmal so viel wie nötig. Das ist so die alte klassische Lesart. Das ist natürlich schon so, die Bewerber entgegnen uns eigentlich mehr mit Misstrauen. Wenn wir sagen, bei uns wird zu normalen Arbeitszeiten gearbeitet, das glaubt uns erstmal keiner. So, und das muss man eben zurückgewinnen, dieses Vertrauen. Und da ist natürlich die Arbeitszeiterfassung ein ganz wichtiger Punkt. Diese Arbeitszeitmodelle sind manchmal relativ komplex, haben wir festgestellt. Und wir kommen niemals auf einen rechtskonformen Weg. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das ist auch eine große Diskussion, die wirklich auch mal, irgendwann wird es knallen und an die Öffentlichkeit kommen. Das ist leider so, weil wir können keine Notdienste anbieten mit dem derzeitigen Arbeitszeitgesetz. Jedenfalls nicht in wirtschaftlicher Form. Und das ist das große Problem, was wir haben. Die Leute müssen beispielsweise 11 Stunden Ruhezeit haben nach ihrem letzten Einsatz. Und da müsste bei uns jeder Arbeitnehmer nach seinem Nachtdienst den nächsten Tag frei haben. Ja, das ist aber bei uns nicht so geregelt, sondern wir haben immer einen freien Tag in der Woche als Ausgleich, der aber immer der gleiche Tag ist. Wenn wir da hingehen und sagen, Leute, ich habe keinen festen freien Tag mehr, sondern immer nach eurem Dienst, dann wird das schon sehr schwierig. Es gibt auch Wochenenddienste. Ja. Wir haben da wirklich, dann kommen wir dann in Konflikt einerseits mit dem Arbeitszeitgesetz, andererseits mit dem Tierschutzgesetz. Wenn wir natürlich die Tiere nicht betreuen und sagen, wir machen keine Nachtdienste mehr, dann wird es schwierig. Und genauso haben die Kleintierkliniken, viele haben ihren Klinikstatus abgegeben, weil sie sagen, wir können nach derzeitigen Arbeitszeitregelungen einfach keinen laufenden, wirtschaftlich rentablen oder sich alleine nur selbst rechnenden Notdienst mehr aufrechterhalten. Das ist ein Problem, das wird noch zu lösen sein. Das fällt uns auch keine Lösung im Moment ein, weil sonst einfach zu viel Arbeitszeit anfällt, ganz klar gesagt. Ja. Es wird so sein, dass irgendwann irgendjemand sein Tier nicht mehr versorgt kriegt, weil die Kliniken sagen, 15.000 Euro Strafe vom Gewerbeaufsichtsamt, dann sage ich doch lieber, meinen Klinikstatus gebe ich zurück, dann mache ich meine ganz normale Tagespraxis. Die Frage ist nur, wo kriegt man seine Tiere nachts versorgt? Und wir sind in einer Größe, wo es, denke ich, kein Problem ist, dass wir uns den Nachtdienst teilen, wo es auch eigentlich gar keine große Unmut in der Belegschaft gibt. Der Nachtdienst wird gemacht und bei so vielen Leuten hat man einmal in der Woche seinen Dienst, eventuell anderthalb Mal. Und dann ist es gut. Wenn das aber so weitergeht und konsequenterweise die Tierärzte ihren Nachtdienst drangeben, dann werden die Leute ihre Tiere nicht versorgt kriegen und irgendwann wird einer damit an die Presse gehen, an die Bildzeitung gehen und dann heißt es, ich habe keinen Tierarzt mehr gefunden, was ist los? Und dann wundern sich wieder alle, die zuständigen Behörden sagen dann immer, ja, war uns ja nicht bekannt. Das ist einfach Unsinn. Es ist jetzt bekannt, dass der Notdienst in den nächsten Jahren problematisch wird und auch jetzt schon ist. Und die Leute müssen immer weiter mit ihren Tieren fahren. Wir kriegen zum Teil Anrufe 80 Kilometer weit weg, weil die keinen Tierarzt finden. Die rufen an, ob wir kommen können. Und das ist für uns natürlich schwierig, unser Kerngebiet zu betreuen und unsere Kunden zu betreuen. Und dann sollen wir doch 80 Kilometer fahren. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und das sind Punkte, die werden in nächster Zeit wahrscheinlich noch zum Politikum werden. Das Thema Notdienst im Tierarztbereich wird das Fass explodieren und dann wundern sich wieder alle, warum. Weil jetzt wieder alle weggucken und keiner will daran.
Wir haben ja da mehrere Kommissionen. Wir haben ja BPT-Kongress oder BPT, Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Wir haben die Bundestierärztekammer. Die suchen ja auch alle nach Lösungen. Ich höre auch ganz viele Leute, die mir immer sagen, wir müssen aber das Arbeitszeitgesetz lockern. Es muss Ausnahmegenehmigungen geben. Es gibt auch Ausnahmegenehmigungen. Es gab früher eine Anicura Holding, die hat ganz viele Kliniken gekauft. Und die haben zum Beispiel für eine Klinik eine Ausnahmegenehmigung erreicht. Die durften dann, soweit mir das bekannt ist, auf 24-Stunden-Schichten schieben, wie im Krankenhaus. Das Problem ist aber, man kann das nicht für die Tierärzte hinkriegen. Man muss es für jede einzelne Klinik mit dem jeweils zuständigen Gewerbeaufsichtsamt zusammen durchwursteln. Und das ist eben eine Sache, das ist unheimlich viel Arbeit, weil die natürlich gewisse Auflagen erfüllt haben wollen, das ist ja ganz klar. Und es wird immer so ein bisschen erwartet, dass die Politik uns gegenüber da was ändert. Das wird sich bestimmt nicht ändern. Also wenn überhaupt jemand da Möglichkeiten hätte, wäre das die Gastronomiebranche. Die haben ja die ähnliche Probleme. Aber auch da wird wahrscheinlich die Ruhezeit, was man so hört, von 11 Stunden eher Richtung 9 Stunden reduziert. Was uns ja überhaupt nichts hilft bei unseren Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten. Und das ist eben schon ein Problem. In der Schweiz ist das Arbeitszeitgesetz gelockert worden, aber auch nicht in dem Maße, dass es für Tierärzte Sinn machen würde. Also letztendlich wäre wirklich ein vorgeschriebenes Arbeitszeitkonto übers Jahr gesehen wahrscheinlich das Richtige. Aber das wird natürlich nicht durchsetzbar sein, das glaube ich nicht. Weil es ist ja auch klar, dass überall bei der Lockerung des Arbeitszeitgesetzes wieder gewittert wird, die Arbeitgeber wollen die Arbeitnehmerseite anders einsetzen. Aber gerade die digitalen Medien, die sagen auch, wir müssen flexibler arbeiten, wir müssen Homeoffice anbieten, wir müssen den Leuten freiere Wahl der Arbeitszeiten anbieten, damit die durchaus richtig powern können, wenn Arbeit da ist, und dafür aber auf der anderen Seite auch freimachen können, wenn sie familiäre Unternehmungen haben, was auch immer, ja, andere Sachen als Ausgleich dafür machen können. Und wir sind da nicht als Tierärzte als Einzige dabei, sondern das sind ja andere Branchen, die ähnlich betroffen sind, die auch da Druck machen, aber ich glaube nicht, dass das den großen Durchbruch geben wird. Das völlig freie Arbeitszeitgesetz wird es ja nicht geben. Das ist die Utopie, denke ich. Ist ja auch okay, hat ja auch seinen Sinn, warum.